Ich frage mich gerade, Rüstung verbessern. Wie kann ich meine Rüstung verbessern? Ihr wisst, also in dem Punkt könnt ihr mir ruhig ein paar Tipps geben, weil in dem Punkt kenne ich mich halt überhaupt nicht aus, wie das funktioniert. Ich quatsch gerade mal hier mit der Alten. Die hat hier nämlich irgendwas mit Erinnerungsfotos. Aber du bist gar nicht bereits einmal unternehmen. Du musst sorgfältig vorbereiten. Ich gefiel Titan, ich will mich erinnern, vor 100 Jahren. Ja, mal, ich will mich erinnern. Such die Orte auf dem. Achso, okay. Achso, ich dachte, die sagt mir irgendwas Neues. Okay. Naja. Ach, bei der komischen Fee war das. Alles klar, okay. Ja, ich werde Zelda retten, auf jeden Fall. Muss ich ja. Wo war die Alte denn nochmal? Quelle der großen Fee, da oben. Dann teleportieren wir uns da gerade mal kurz hin. Bitte. So. Wir teleportieren uns. Die Fee, nein. Vielen Dank. Lieber Krantelbart. Wir sind übrigens wieder zurück auf YouTube, ne? Habe ich jetzt gar nichts gesagt gehabt, aber ich sage, ich mache einfach einen Cut und dann geht's auf YouTube einfach weiter, weil Zelda ist ja nach wie vor immer noch ein Streamspiel. Ja? Das ist so, als würden wir im Stream einfach was zocken und ich lade es halt auf YouTube als Let's Play hoch. Es ist kein extra für YouTube aufgenommenes Let's Play. Ja, das möchte ich an dieser Stelle nur noch mal kurz betonen. Nur damit ihr da Bescheid wisst. Das ist, im Grunde genommen ist es ein Spiel, was ich im Stream halt zocke, nebenbei noch aufnehme und dann halt hochlade. Ja. Deswegen sind auch die Alerts an und so weiter und so fort. Das nur nochmal ganz kurz als kleine Information für alle, die auf YouTube schauen. Es ist halt im Grunde genommen, ist es ein Stream-Mitschnitt. Ja. So. Die Fee. Quelle der großen Fee. Das, die ist so unheimlich, die Alte, ne? Oh Gott. Ja, vielleicht kannst du ja deine Kleidung mal ausziehen. Egal, lassen wir das. Was hatten wir denn hier immer aufgehabt? Okay, warte mal. Hylia-Beinschutz. Okay, die können wir verbessern. Das klappt easy. Okay. So, Hylia Beinschutz ist jetzt von 4 auf 7 gestiegen. Das ist sehr schön. Alter, die Alte. Was haben die Entwickler dafür, was haben die geraucht? Damit das zustande gekommen ist. Okay, die Hose können wir jetzt nicht nochmal verbessern, ne? Okay. Ja, dann lass uns doch einfach mal die Mütze hier noch machen. Die können wir auch easy machen. Nein, die ist niemals schlimmer als plus 4 Paaren. Plus 4 Paaren ist schlimmer. So, bitte noch einmal und dann machen wir die Rüstung hier noch. Was machen wir? Dann machen wir die hier. Von 5 auf 8, von 3 auf 5, alles klar. Das hier bitte. Mach mal fertig da. Die schwimmt im Parfüm, ja, wahrscheinlich. Und irgendjemand sitzt unter ihr scheinbar. Okay. Vielen Dank, kleinen Zack. Dankeschön. Body, body. Body, body. Okay. Dann hätten wir das soweit. Jetzt müssten wir eigentlich nur noch mal hergehen und müssten uns was zu essen kochen, ne? Weil das Essen wird langsam bei uns auch ein bisschen kritisch. Das heißt, vielleicht sollten wir noch mal kurz runtergehen. Und sollten uns... ich glaube, da unten war ja irgendwo eine Kochstelle. Ja, vielleicht sollten wir uns was Schönes kochen da unten. Besser ist das, glaube ich.
mal. Wo war die Kochstelle da unten nochmal? Ich weiß, dass es hier eine gab. Hi. War das hier irgendwo? Nein, das war nicht hier. War das da oben? Ach, hier war das, genau. So, oh, was haben wir denn hier? Ein Topfdeckel. Aha. So. Was zu essen? Apfel. Zwei Äpfel. Und dazu gibt's ein schönes... Ja, keine Ahnung. Bernstein. Nein, warte. Hier ein schönes Stück Wild. Zack. Tada! Fleischspieß, sehr gut. Okay, gleich nochmal. Eine Palmfrucht. Ja, komm. Dazu noch ein Apfel. So. Mal gucken, was es wird. So, scharfes Kochobst, sehr schön. Was passiert eigentlich? Was ist das hier? Achso, okay. Ich dachte, das können wir auch als Essensfrucht, als Kochzutat verwenden. Okay. Luxuswild. Oh, nö. Was ist mit dem Pilz hier? Ein Frostling. Er fühlt sich kalt an und befähigt als Kochzutat den Körper selbst in Wüsten Hitze zu ertragen. Okay. Haben wir ein Edelwild. Ja, keine Ahnung, was können wir denn noch dazu machen? Edelwild. Ja, und kommen zwei Eicheln. Und ein Hyrule-Pilz. Komm. So, Fleischspieß mit Pilzen, sehr gut. Dann brauchen wir natürlich, warte mal, was ist das hier? Rüstung, Kochzutat für Knochen und die Abwehrkräfte. Ja, komm, dann nehmen wir mal davon zwei Stück, zwei Äpfel. Oder eine Palmfrucht. Mal gucken, was ist das? Voll das Veggie-Gericht. Abwehrkochobst, juhu! Okay, was war das hier? Ah, die Geschwindigkeit. Auch sehr nice. Machen wir. Zack. Spruchtpilzspieß. Auch das ist super. Was ist das für ein Kürbis nochmal? Beträchtlich dessen Abwehr. Okay. Oh, vielleicht nicht schlecht. Ja, komm, so eine Rüstungskrabbe nehmen wir noch dazu. So eine Schnecke. Wir schmeißen einfach mal alles zusammen hier. Zack. Gucken, was draus wird. Rasile, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Dankeschön und herzlich willkommen auf diesem Channel. So, hier zwei Fische. Zwei Fische. Was haben wir noch Schönes? Ja, kochen will ich den jetzt eigentlich nicht, weil ich nicht weiß, was diese komische Flügel hier macht. Ja, wie wär's denn hiermit? Komm. So, Dampffisch. Aha, lecker. Pass auf, wir hatten nochmal so ein Ding, glaube ich, gehabt, ne? Große Maxi-Rübe. Wir könnten die kochen. Fenrir, vielen, vielen Dank für deinen Sub und herzlich willkommen. Und nehmen wir hier noch zwei Fische dazu. Zack. Das gibt ein super Ding, um unsere Lebensenergie weit über dem Maximum hinaus zu formen. Geil. Oh, Dampffisch. Alter, 10 Herzen. Wow. Krass. So, wie sieht es mit dem Frosch hier aus? Ach, mit Monsterzutaten, alles klar. Schleichwürmchen. Leisere Fortbewegung. Oh, nö, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Huch. Hallo? Nehmen wir das hier mal. Ja,
Wildbeere. Ja, komm. Schön wild mit Beeren. Das ist doch lecker. Ich glaube, das isst man so. Kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ich glaube, man isst das so. Fleischspieß, saftiger Fleischspieß. Das, ja, okay. So halbwegs zumindest. Aha, aha, aha. Das ist auch nicht schlecht. Warte mal. Hier, zack. Und noch eine Banane dazu. Warum nicht? Ups. Festtagsgulasch. Lecker. Kurz Festtagsgulasch. Das ist doch das Beste, was du auf dem Tisch tun kannst, oder? Hier, zack. Die Banane noch dazu. Und nochmal zweimal Fleisch. Zack. Ein Kraftfleischspieß. Auch der ist sehr nice. Jetzt würde ich aber gerne noch ein bisschen was für Ausdauer machen. Füllt es noch mehr Herzen auf. Was haben wir denn jetzt schon alles? Okay, wir haben ein bisschen Proviant haben wir jetzt dabei. Sehr gut. Aber wir bräuchten halt jetzt wirklich noch irgendwie so ein bisschen was für Ausdauer. Weil ich hatte ja gesagt, das wäre nicht schlecht. Oh ja. Die Fit-Karotte. Gemeinsam mit dem Fleisch hier. Komm. Boah ja, Dings ist geil. Spare Ribs mit Honig. Mit so einer schönen Honigkruste. Oh, lecker. Lecker, lecker, lecker. Sehr, sehr lecker. Oh, hier nehmen wir davon noch zwei Stück. Oh, Kälteunempfindlichkeit. Okay, naja, vielleicht hätten wir die doch wieder zurücklegen sollen. Warte mal. Hier so eine Wabe nochmal. Einen schönen Apfel. Und wir haben doch bestimmt noch Fleisch irgendwo. Wir haben auch noch Geflügel gehabt, oder? Wo ist das Geflügel hin? Hier. Zack. So, Festtagsgulasch. Mit Ausdauer. Sehr schön. Ja, ich glaube, das reicht fürs Erste. Ich glaube, fürs Erste ist das vollkommen in Ordnung. Jetzt gehen wir hier nochmal schnell gucken, dass wir uns vielleicht noch ein bisschen... Was konnte man hier kaufen? Guten Tag. Pfeile. Sehr gut. Ja! Einmal 10 Stück, bitte. Yo! Ah, die war das, die immer so gestöhnt hat. Was ist eigentlich los mit den Leuten hier in diesem Land? Ja, komm, dann gib mir die 2. Da liegen zwar mehr als 2, aber passt schon. Ja! Was ist los mit der Frau? Ja. Was ist los mit dir, hä? Hey! Quitsch, das Spiel, kann ich helfen? Ganz, ich will was verkaufen, genau. Ich möchte nämlich ein bisschen was loswerden hier gerade. Wir haben nämlich jede Menge Stuff. Wir könnten nämlich zum Beispiel 6 Bernstein verkaufen. Ja. Ja, komm. So. Einmal. Nochmal ganz kurz an den Chat. Braucht man diese ganzen Edelsteine hier? Sollte man die aufheben? Braucht man die später noch für irgendwas? Oder kann man die getrost verkaufen? Also man braucht es später ein bisschen, aber ein paar können wir verkaufen. Das ist super. Dann machen wir das doch einfach mal. Dann können wir hier 6 Stück auch wieder von verkaufen, sodass wir von allem immer 10 aufheben. Ich glaube, das reicht vollkommen. Verticken wir die. 360 Rubine, Dankeschön. So. Und hiervon können wir auch nochmal 5 Stück verticken. Sehr gut. Oh, 350. Geil. So. Was ist das hier? Diamant. 500 würde der bringen. Okay, die behalten wir aber. Weil es Diamanten sind. Okay. Ja, ich gehe jetzt, weil das ist dieses Gestöhne, ne? Das ist, das muss ich gleich schon wieder Pause machen. Das will ja keiner. So.
Was war hier nochmal? Guten Tag. Ach, hier kann man schlafen. Okay, tschüss. Da drüben kann man noch Nahrung kaufen, aber ich glaube, wir brauchen gar nichts. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Ziegenbutter. Bockblütenherzen, davon haben wir selbst genug. Spurtkarotten. Ei. Ja, okay, tschüss. Wie viel Geld haben wir? 1356 Rubine haben wir. Ist jetzt nicht so schlecht, glaube ich, oder? Geht. So, pass auf. Wo wollen wir denn jetzt hin? Guck mal, das Paule-Gebirge. ich glaube, ich wollte hier unten hinlaufen, ne? So in die Richtung. Also am besten gehen wir zu dem Schrein und laufen dann hier den Weg einfach nach unten. Was haltet ihr von dem Gebiet hier unten? Das da? Nach rechts oben sollen wir gehen. Also meint ihr hier hin oder was? Okay, okay, ja, dann gehen wir halt nach da oben. Das können wir auch machen. Okay. Ja, ich weiß ja nicht. Ich bin halt, weil hier waren wir ja schon mal gewesen. Hier war ja auch dieses eine komische Vieh, was uns übelst die Rille verprügelt hat. Aber wir können auch da oben hingehen. Das geht theoretisch gesehen natürlich auch. Ja. Warte mal. Mal etwas gucken. Wenn wir da sind. Okay, okay. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier hin, ne? Wir teleportieren uns, glaube ich, hier hin. Ist das gut? Keine Ahnung, wir düsen einfach mal. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir können Titan doch überhaupt gar nicht schaffen. Nee. Also ich glaube nicht, dass wir einen Titan hinkriegen jetzt schon. Das geht ja, glaube ich, gar nicht, oder? Warte mal, wo ist denn jetzt die Markierung? Da ist die Markierung und da drüben wollen wir hin. Also in diese Richtung hier. Oh, ein Ziegenbock. Guten Tag. Ach, da drüben ist auch noch so ein cooler, so ein Dinges, was wir machen können. Mr. Morgame! Mori, du altes Haus. Okay, das geht schon. Naja gut, okay, wir probieren es einfach mal. Ich aktiviere mal die Quest mit den Titanen. Wo ging das nochmal? Hier, glaube ich. Tagebuch, besiege Gardon, die vier Titanen. So, einfach mal aktiviert, alles klar. Ach, das ist ja sogar hier rechts, okay. Habt ihr ja gerade gesagt, ne, dass das hier direkt in der Nähe ist. Ja, wir probieren es aber auch mal. Erstmal fliegen wir darüber. Vielleicht hätte ich speichern sollen. Egal. Okay, geil, wir haben jetzt durch die Ausdauer, durch das Ausdauer-Upgrade können wir viel weiter fliegen. Das ist schon mal richtig nice. Das gefällt mir. Okay, Elfmeterschießen. Bitte gleich einmal Info geben, wer weitergekommen ist. Das wäre ganz lieb von euch. Okay, können wir uns kurz auftanken? Ja, wie gesagt, bitte einmal kurz Info geben, wer da genau weitergekommen ist. Das würde mich interessieren. Oh, hallo. Oh, Schleimgelee, hallo. Hey. Schleimbox. Au. Hey. Piss dich. So. Okay.
Was ist das? Ach, wieder so ein Viech, okay. Hier haben sie wenigstens nur 50-50, die Herzen. Sonst bei den anderen, das war ja ein bisschen schwieriger tatsächlich. Nein! Auch nicht runterspringen, Junge. Was ist los mit dir? Okay. So. Guten Tag. Oh, hier ist ein Schrein in der Nähe. Sehr gut, den können wir uns gleich holen. Und hier ist ein, hier ist gleich der Turm. Das ist ja wie Weihnachten gerade. Hey! Au! Du Arsch! Hör auf! Oh, was? So. Und Soldatenschwert. Mann, ich will das mitnehmen. Oder oben ist der Endboss quasi. Hi. Nee. Dann lässt er mal schön sein. Tschüssken. Ich glaube, der hat aber sein Schwert hier gelassen, oder? Hey, das lag doch hier gerade. Toll. Super. Einen Zora-Bogen. Ja, der sieht wahrscheinlich, der sieht geiler aus, als er ist. Also so toll ist der leider nicht. Aber egal. Wir nehmen den mit. Hey, scheiß drauf. Na nun? Wo sind wir denn hier? Oh. Guten Tag. Warte. Bombe. Ablegen. Zünden. Okay. Cool. Ein paar Leuchtsteine, gell? Okay, okay. Ah, da kommt der Dings. Sehr geil. Das Türmsche. Wird schon mal Zora, klettern wir mal aufs Türmsche drauf. Der Ranell-Turm. Der ist noch orange, das heißt, wir waren da noch nicht. Sehr gut. Frei mich. Okay, wir gehen einmal hier rum, machen hier kurz Pause, ist klar. Huch, ich wollte gar nicht springen, scheiße. Egal. Na,